So, nach Stunden des Wartens haben wir jetzt endlich wieder volle Lebenspunkte und Mana. Auch wenn ich wirklich hoffe, dass wir das nicht so oft machen müssen, denn das nervt ganz schön. Wenn man gerade Lust hat, ein Spiel zu spielen und dann pausieren muss, nur um Lebenspunkte zu regenerieren, das finde ich schon schade. So, also wo konnten wir jetzt noch lang? Ah, genau, wir mussten uns entscheiden, ob wir hochgehen oder runter. Da es ein Turm ist, wird es wahrscheinlich öfters nach oben gehen als nach unten. Das heißt, wir schauen uns erstmal den Keller an. Weit so gut. Keine Geräusche von diesen Schlangenfäusten zu hören. Aber war da gerade ein Stein? Okay, da lacht jemand. Au. Ja, da war ein Stein. Und wer auch immer da gelacht hat, wusste, dass wir gleich getroffen werden. Hier rum? Ne, da geht's hoch. Was bist du? Hallo? Es scheint, als könntest du sprechen. So ist es. Dann musst du dich auch zur Seite bewegen können. Dürfte ich wohl vorbei? Nein. Werde ich gegen dich kämpfen müssen? Nein. Deine Waffen und Zaubersprüche sind wirkungslos gegen mich. Und ich werde mich nicht von hier fortbewegen. Sture Kreatur. Welche Art von Loyalität hält dich hier? Loyalität? Nicht von mir. Ich wurde beschworen und muss Wache halten. Ha. Also hat er eigentlich gar keine Lust, das zu machen. Er ist halt nur gezwungen durch den Magier wahrscheinlich. Wer hat dich beschworen? Der Zauberer dieses Ortes hat mich gerufen. Vor langer Zeit, wie es scheint. Wenn ich könnte, würde ich zurückkehren. Aber ich kann nicht. Und ich werde auch nicht zur Seite gehen. Ich will dir helfen. Wie kann ich dich wieder zurückschicken? Das kann ich nicht sagen. Die Art der Beschwörung hindert mich daran. Ich suche jemanden... Vielleicht sogar denjenigen, der dich beschworen hat. Es ist der Zauberer der dunklen Laterne. Er ist hier. Dessen bin ich sicher. Wirst du ihn töten? Würde sein Tod dich befreien? Seine Beschwörung hält mich hier. Sein Tod würde mich nur erfreuen. Wir sind aber nicht hierher geschickt worden, um ihn zu töten. Wir sollten eigentlich Hilfe suchen bei ihm. Die Mittel, mit denen die Beschwörung aufgehoben werden kann, müssen sich irgendwo in der dunklen Laterne befinden. Das kann ich nicht sagen. Doch wenn ich könnte, würde ich jetzt lächeln. Von mir aus kannst du gerne lächeln. Ich mache mich jetzt auf die Suche. Sieh gut nach. Sieh gut nach. Ja, sowas finde ich immer cool. Es gibt ja bei sehr vielen Rollenspielen irgendwelche Kreaturen, die gezwungen sind, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, aber keine Lust dazu haben. Sei bei Baldur's Gate 2. Baldur's Gate 2 gibt es ja auch so einen Beholder, der im Unterreich festgehalten wird. Und der ist auch ganz cool. Das heißt, die versuchen einem immer Tipps zu geben, wie sie einem dann helfen können. Wie man ihnen dann helfen kann, halt von dem Fluch loszubekommen. Aber sie dürfen dir nichts sagen und deuten den Sachen an. Und ja, das ist schon ganz cool. So, jetzt warten wir, bis der... So, wir warten jetzt, bis der Stein wieder zurückkommt und laufen dann einfach mal hinterher. Und biegen da möglichst schnell ab. Weil der scheint ja immer nur hier hin und her zu fahren. Obwohl es eine ganz schön lange Strecke zu sein scheint, so lange wie er braucht. Da lacht wieder jemand. Noch eine Blockfigur. Gut. Au. Ja, der Magier scheint seinen Spaß... Der Magier scheint seinen Spaß zu haben. Warum kommt da jetzt keiner mehr?
So, jetzt muss es hoffentlich wieder aus sein. Nein. Ah, super reingelaufen. Ich hab den Schalter doch ausgemacht. Was zur Hölle ist das? Aber er scheint irgendwelche Schatztruhen zu bewachen, also muss der jetzt sterben. Nur bringt der Speer wohl nicht wirklich viel. Einen Hammer haben wir nicht, aber eine Axt. Die müsste auch als Hiebwaffe gelten, vielleicht haben wir damit mehr Glück. Und was haben wir noch an Zaubern? Wir könnten so eine Eisenfaust mal probieren. Wie funktioniert das? Ja, die Eisenfaust scheint was gebracht zu haben. Schnell noch einen Heiltrank. Und gleich noch eine Eisenfaust hinterher. Wir haben davon ja noch 2 Stück. Uffala. Ja, Türme von Magiern, äußerst gefährlich. Ein Heiltrank, den haben wir gerade verbraten. Magietrank, na gut. Eine Eisenfaustfigur, ja. Die haben wir auch verbraucht. Bisher hat sich das nicht wirklich rentiert. Nö. Oh, noch mehr Truhen. Elixier des heldenhaften Wütens. Wüten gefallener Held für eine Minute. Hört sich so ein bisschen nach Raserei oder dergleichen an. Dass er mehr Schaden macht, aber auch wahrscheinlich mehr Schaden bekommt. Heiltrank ist immer gut. Scheint wohl so eine Art Schatzkammer. Nee, weg. Ich wollte gerade sagen, es scheint wohl so eine Art Schatzkammer zu sein. Buch der Beschwörung. Elementargeist. Ah. Dieses Kapitel befasst sich mit der Beschreibung eines Elementargeistes, welche für den erfahrenen Magier von besonderem Reiz ist. Dem steinernen Wächter oder auch Gargöl, den haben wir gerade getroffen. Man braucht 2 Dinge zur Beschwörung der Kreatur. Eine Glaslampe der Lebensessenz und ein Horn des Herbeirufens. Der Zauber wird rückgängig gemacht, indem man das Horn und die Lampe in den Händen hält und das Horn bläst. Die Lampe zerspringt und entlässt den Gargöl. Gut, gut. Also nachdem wir mit dem Zauberer gesprochen haben, sollten wir die Sachen hier finden. Denn wenn wir wirklich die Hilfe von dem Zauberer in Anspruch nehmen wollen, dann sollten wir nicht vorher seine Gargoyles kaputt machen. Was bist du? Durch Zauberei der Teleport bringt dich zuerst hierher. Jedoch an einen neuen Ort beim nächsten Mal. Schau her. Spricht er von dem Teleporter am Eingang? Vielleicht wären wir ja hierher teleportiert worden. Durch Zauberei der Teleport bringt dich zuerst hierher. Jedoch an einen neuen Ort beim nächsten Mal. Schau her. Also wenn wir demnächst mal wieder beim Eingang sind von der dunklen Laterne, sollten wir den Teleporter wieder aktivieren und mal durchgehen. Beim ersten Mal müssten wir dann hier rauskommen und beim zweiten Mal irgendwo anders. So, wir brauchen erstmal Steine. Viele Steine. Na, keine Feuerbälle. Ich bin irgendwie enttäuscht. Ah, war das schon vorher da? Nö. Okay, das heißt, die Steine werden wir da liegen lassen müssen. Und heilen wir uns kurz, bevor wir da durchgehen. Wer weiß, wo wir jetzt rauskommen. So. Ah! Ja, super. Genau zwischen 2 von diesen riesigen Steinblöcken. Wo sind wir überhaupt? Oh. Na toll. Wir haben uns von da nach da teleportiert. Oder der Mond malte den Teleporter. Das heißt, beim ersten Mal werden wir hierhin teleportiert und beim zweiten Mal woanders. Vielleicht dahin oder so.
Na gut, erstmal müssen diese Steinblöcke jetzt sterben. Gucken wir mal, ob die Hiebwaffen wirklich mehr Schaden machen. Okay, das kann man besser timen. Und weg. Ah. Weg. Jetzt war es da. Nee. Also ich habe mir gedacht, man kann vorgehen, ein, zwei Mal draufschlagen und wieder weggehen. Aber entweder wartet er mit dem Angriff, bis wir zurückkommen, oder wir haben es schlecht getimed und der andere schlägt uns zu dem Zeitpunkt in den Rücken. So oder so werden wir hier jede Menge Mana oder Heiltränke verbrauchen. Außer ich mache jetzt noch eine Pause. Wir haben noch drei von den Statuen hier. Ein Stärketrank. Ach komm, den Stärketrank gönnen wir uns mal. Ein Heiltrank auch und dann prügeln wir den einfach nieder. Ja, die Hiebwaffen bringen auf jeden Fall mehr. Das heißt, wir hätten die Fauststatuen gar nicht benutzen müssen letztes Mal. Komm, komm. Und den jetzt auch noch. Vielleicht geht's ja jetzt, wo es noch einer ist. Hat gelacht. Komm, lach. Ja. So, jetzt stirb, stirb. Ich wollte es eigentlich schaffen, ohne noch einen Trank benutzen zu müssen. Ne, gut, trinken wir einfach einen Mana-Trank und heilen uns danach mal. Und ich habe schon wieder den Sack mit Steinen in der Hand, statt dem Schild. Ah. So. Wir nehmen jetzt einfach mal drei Steine da raus. Egal, ob es dadurch unordentlich wird. Dafür haben wir wenigstens immer drei Steine parat, um schnell irgendwelche Schalter zu drücken. Komm. Sind die zäh, die Biester. Müsste ich langsam mal ein Level up haben? Nee, immer noch nicht. Gerade mal 75% oder so. Fesseln aus Eis. Kann ein Gegner festhalten. Die Dauer hängt von der Erfahrung des Zaubernden ab. Gegen Feuerwesen sehr effektiv. Oder immun? Ne, das ist der falsche Brief gewesen. Ah, haben wir schon so ein Zauberbuch. Einige Kreaturen sind jedoch gegen diesen Zauber immun. Also eben in der Notiz stand was anderes. Da stand was von Feuerwesen. Also wahrscheinlich Feuerwesen dagegen immun. So, wo geht's jetzt? Wir wollen keinen neuen Gegner. Warum stand da jetzt gerade zweimal eine Schatztruhe Ausrufezeichen? Ist doch bestimmt irgendwo eine Falle. Na gut. Buch des Seemuscheln? Um die Seemuschel des Herbeirufens zu benutzen, muss man sich vor Gebrauch ein Gewässer zuwenden. Ah, da ist wahrscheinlich der andere Ausgang gewesen. Auf diese Art können Wasserelementare und Geister aller Art herbeigerufen werden. Manche sind schwach, andere sind mächtig. Manchmal wird der Ruf beantwortet, manchmal nicht. Es kann sein, dass mehr als ein Versuch notwendig ist oder es funktioniert sofort. Ha. Also können wir uns vielleicht, wenn wir dann bei dem Wasser stehen, so eine Art Transportmittel herbeibeschwören. Das wäre natürlich praktisch. Kommt der Stein her? Na gut, nehmen wir einfach mal mit. Und schauen, ob der Teleporter jetzt noch da ist. Ah, das könnten die drei Steine sein, die wir auf die Platte gelegt haben. Nö. Durch Zauberei? Ja, das kennen wir schon.
deaktivieren wir den Teleporter einmal und legen nochmal was drauf. Jetzt, wenn diese komische Bronze-Statue da recht hat, müssten wir woanders rauskommen. Auch wenn das mit so wenig Lebenspunkten nicht gerade ratsam ist. Schauen wir doch mal kurz dahin, bevor wir da durchgehen. Dann müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht vom Stein erwischt werden. Das heißt, wir müssen jetzt links rum. Gut, keine Gegner. Doch, ich höre was Flügel schlagen. Das wird wieder ein Drache sein. Ja, Drache. Und da kommt der Stein gleich lang. Oh, wir sollten auf den Speer zurückwechseln, der macht mehr Schaden. Komm, stirb schnell. Oh, das ist echt zu knapp irgendwie. Aber ich will keine Heiltränke verbrauchen. Das war doch ein ordentlicher Zauber. So, hier haben wir eine... Ich höre noch einen Drachen und irgendeinen Stein. Stein sauber. Na nö, ist die Tür aufgegangen. Da huschen wir doch mal rein. Ah, und laufen direkt einem Drachen in die Quere. Eigentlich wollte ich den anderen Drachen ausweichen. Komm, stirb schnell. Aber wenigstens werden wir nicht verfolgt. Gut, gut. Ja, hier scheint es noch eine Weile weiterzugehen. Aber ich werde dann doch mal jetzt pausieren und mich wieder melden, wenn wir wieder volle Lebenspunkte haben. Denn ich denke mal, wenn das so weitergeht mit der Rate, in der wir Heiltränke verbrauchen, wird das nichts. Also bis später.